Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty und dem Barfuchs in einem gefährlichen Sturm. Ja, ihr seht schon, wir haben ein neues Ereignis. Plötzlich ein sehr starker Sturm ist in der Nacht über das Dorf hergezogen. So, alle Gebäude haben Schaden bekommen. Naja, nicht alle, aber schon einige. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal losziehen und reparieren. Außerdem ist es uns kalt. Aber das können wir glücklicherweise ändern. Das heißt, da fällt mir mal ein, ich wollte mir noch vor sehr langer Zeit, Entschuldige bitte. Habe ich jetzt auch? Danke. Müssen wir uns erstmal ganz schnell eine Feldkapuze wiederherstellen. Wir haben noch unsere Feldkapuze weggegeben. Für eine der Wachen. Die scheinen zwar ganz gut zu funktionieren schon. Also ihr seht schon, die Kälte ist tatsächlich weg. Aber wir sind ziemlich hart an der Grenze. So, wir haben ja die Marktstände noch vorbereitet, die anderen schon. Dann habe ich hier noch ein bisschen Weg gelegt. Damit das Ganze ein bisschen mehr nach Marktplatz daher später dann aussieht. Vielleicht machen wir hier sogar noch zu, ich weiß es nicht. Diese kleinen Ecken. Das kommt ein bisschen drauf an, weil die Laternen müssen ja auch noch irgendwo stehen. Und ich dachte mir, hier unterm Baum wäre doch eigentlich eine schöne Ecke für so eine Laterne. Direkt in der Mitte vom zukünftigen Markt. So. Jetzt müssen wir erstmal in die Nähe rein. Kurz nachgucken, was wir da brauchen für eine Feldkapuze. Wenn wir die überhaupt finden. Da sind sie. Da haben wir sie. Pelzhaube. 4 Pelze, 2x Wollstoff. Vielleicht haben wir ja Glück. Guckt euch das mal an. Hier sieht's aus. So viel zu reparieren und so. Ich bin mal sehr gespannt, wie viel so Wollstoff braucht mir, ne? Zweimal, glaube ich. Pelz brauchen wir. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht den ganzen Pelz verkauft. Nein, wir haben gar keinen Pelz verkauft, oder? Ich habe keine Ahnung, wie viel Pelz das jetzt war. Was wir brauchen. Da müssen wir gleich mal gucken beim Marktstand. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, 20 Sekunden. Das ist mal eine ordentliche Zeit. Für eine schöne Näharbeit. Ist aber in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. So. Was tun wir nicht alles, damit wir nicht frieren müssen? So. Haben wir unser Pelzhäubchen fertig. Wir könnten uns natürlich auch mal ein paar Handschuhe machen. 2 Leinenfäden und 4x Leder. Aber das Leder war also. Leinenfäden brauchen wir und haben wir anders. Trotzdem können wir jetzt unseren Pelz wieder anziehen. Wo ist unser Pelzhäubchen? Also. So. Schon geht es uns etwas besser. Oh Gott, hier ist ja... Ach, grüne Bretter, Rundhölzer, wird alles gebraucht. Schöne neue Näherei. Gerade erst gebaut. Und dann wird die gleich wieder so zerjachtet. Ich glaube, wir müssen uns selber Bretter herstellen. Denn wir hatten ja jetzt ziemlich viele Bretter benutzt für die Marktstände, fürs Bauen und so weiter und so fort. Oh, das sind sogar noch welche da. Okay. Ich glaube, da nehmen wir mal noch 10 mit. Geben wir das? Genau. Dann reparieren wir erstmal. Das ist schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guckt euch das an. Dass die Leute trotzdem arbeiten gehen. Das wäre ja furchtbar. So. Ich will gar nicht erst in den Rest des Dorfes gucken. Wie da aussieht. Noch mehr. Ich habe richtig was abbekommen, die Näherei. Boah. Alter Vater. Okay, also da wird uns nicht viel übrig bleiben. Da werden wir uns hier Rosi ranpfeifen. Werden sie vollpacken. Mit Rundhölzern und alles, was man sonst so brauchen könnte. Wir nehmen mal ein bisschen Stroh mit. Weiß nicht, ob auch eins von den Strohgebäuden kaputt war, aber ich glaube es nicht. Aber man weiß es eben nicht. Wir können nehmen auch ein paar mit. Ein paar Rundhölzer dazu. Das kriegt die Rosi ja alles locker getragen. Die restlichen Bretter nehmen wir auch noch mit. So. Rosi, eile zu mir. Wollen wir mal umpacken. Packen wir einfach die Rundhölzer rein. Dann nehmen wir uns immer die, die wir brauchen.
So, wo müssen wir jetzt hin? Das ist jetzt die große Frage. Wir könnten jetzt einfach rumrennen und gucken. Guck mal, da steht unser Händler. Na? Osnan, wie sieht's denn aus? Wie laufen die Geschäfte mit unseren Waren? Gucken wir gleich mal nach. Aber erst will ich reparieren. Lassen wir gucken mal nach. Sonst geht das ewig nicht raus. So, der Grabungsschuppen. Das ist meins. Den machen wir jetzt erstmal fertig. Wow, das ist ein noch nicht fertiges Haus. Auch ganz schön ruiniert. Aber das macht nichts. Das kriegen wir alles wieder hin. So, ein bisschen Stroh haben wir ja in der Tasche. Und Hölzer nehmen wir uns gleich bei der Rosi raus. Aber wir können auch froh sein, dass die weiterarbeiten, wenn die Gebäude kaputt sind. Weil wir können uns jetzt hier auch ein paar Rundhölzer rausnehmen, schnell. Hat die Rosi gleich welche drin, wenn wir nachher weiterbauen? Na. Hier gleich. Wollen wir nichts abbekommen? Nee. Zack, zack, zack. Wieder heile. Der ist wieder fertig. Alles klar. Und auch wenn das Haus noch nicht fertig ist, machen wir schon mal das, was kaputt gegangen ist, wieder heile. Muss aber wirklich ein heftiger Sturm gewesen sein. Und vor allen Dingen ein sehr stellenweiser Sturm, ja. Bei der Aufteilung der Häuser, die was abbekommen haben, ist das schon sehr. Ich glaube ja, der hat ausgesucht. Was fehlt uns hier jetzt hier? Eine Ressource. Immer noch das Gleiche. Nee, jetzt ist kein Leben mehr da. Okay, gehen wir mal hier ein bisschen runter beim Lehmberuf und stellen noch ein bisschen mehr Dünger her. Gut, wo geht's weiter? Lebensmittellager 1, das ist das am Popo der Welt. Marktstände sind noch nicht gebaut. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Tierhaltung ist noch was kaputt gewesen. Der Hühnerstall, da können wir gleich hin. Gänsehaut hat auch was abbekommen. Gehen wir auch hin. Alles kein Problem. Ist eben schon wieder kalt gewesen? Kann doch gar nicht sein. Guck mal da. Stein haben wir gar keiner eingepackt. Sehe ich gerade. Rosi, komm doch mal her. Oder bist du doch gar nicht? Naja. Schon ganz schön. Okay, Moment. Du hast ja auch noch hier bei gehabt. Gut, das müssen wir so anders machen. Mal die Rundhölzer ein, aus und die Steine ein. Nein, man kann nie genug Tragkraft haben. So, 4 Pelze haben wir auch noch dabei. Und wir haben immer noch die Leinsamen. Willst du essen? Doch, kann sagen. Aber ein bisschen was ist draufgegangen. So, Steine braucht man. Aber gut, das Steine hat aber jetzt wieder gut zugelegt. Das finde ich gut. 20 mitnehmen, ich hoffe, es reicht. Da auch nur einer fehlt jedes Mal, dann geht's ja. Guck dir das aus. Im Mails Willen. Hier fehlt auch Grundholz zusätzlich. Wegen ein Stein. 3 Steine. Die fehlen. Ja, dann auch noch. Na gut, wir haben ja alles da. Glücklicherweise. Aber die Steine sind alle. Da oben noch ein paar Bretter. Können wir schon mal setzen. Holen wir uns die Rosi schon mal ran. Die Steinchen hier nicht irgendwo. Auf dem Felde, auf dem Wege. Ja, hier Gänse, ihr fühlt euch trotzdem noch wohl. Ne? Und hier ist es egal, ob ein bisschen luftiger ist im Stall. So, und dann sammeln wir hier ein paar Steine ein. Stolpern die Kinder auch nicht drüber, ist auch schön. Wäre es schon groß geworden, habt ihr gesehen? Meine Güte. Die werden so schnell erwachsen. Nein, obwohl eigentlich, wenn man es genau nimmt, werden sie hier nicht schnell genug erwachsen. Könnte ruhig noch ein bisschen schneller. Reife reichen. Das hat ja wirklich mal richtig reingehauen hier. So. Das ist aber wieder heile. Genau. Oje, oje, oje. Das tut mir aber leid. Ludwika, du hast hier im Schnee gestanden, mehr oder weniger. Armes Frauchen. Da ist mein Gänsestall heile. Ah, ist ja gut, ich mach das schon. Ja, als hauen kann ich auch nicht. Okay.
Ja, Stahl wird auch nicht viel besser aussehen, nehme ich mal an. Es ist ja immer noch fraglich, wie wir das jetzt machen hier oben. Ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher. Ob wir vielleicht die Pferde hier oben lassen oder ob wir sie dann unten an den Zaun setzen, wo ich es schon gezeigt hatte. Können wir die Tage auch mal in Angriff nehmen. Jawohl, ich mache ja schon. Aber ihr habt Futter ist voll. Soweit sind sie in Ordnung. Alles ist glücklich. Passt. So, wo haben wir noch was? Haben wir noch was? Das ist die Frage. Häuser. Haben wir da noch was? Nur ungebaute. Das macht nichts. Gewinnung ist nichts weiter. Außer dass der Holzschuppen 2 da hinten immer noch nicht besetzt ist. Achso, nee, das ist der unten im Dorf. Den wollen wir auch nicht besetzen. So, dann haben wir die Fischer. Die hat wieder natürlich was abbekommen. Ist klar. Die kriegt jedes Mal was ab. Die Scheune, da fehlt jetzt wieder der. Kuhstelle nicht gebaute und das Lebensmittellager ganz hinten. Und ansonsten nur nicht gebaut. Gut, das heißt also, wir haben unsere Reparaturen erstmal beendet. Das heißt, wir können jetzt Quests einsammeln gehen. Machen wir auch. Das nächste Material räumen wir gleich noch weg oder verbauen das gleich. Wäre vielleicht sinniger. Schön, wie sich das Dorf, wie sich die Dorfjugend so miteinander unterhält und trifft, ja. Da werden Beziehungen gepflegt. Ohne Ende. Da Beziehungen, die noch gar nicht da sind. So, was haben wir denn hier? Noch ein bisschen Stein. Holzwand. Das andere ist, glaube ich, alles Stein gewesen. Genau. Dann hatte ich hier, seht ihr schon, hier habe ich tatsächlich mal eine Flechtwand reingesetzt. Wie gedacht. Aber ansonsten ist das auch alles Stein. Ja. Die Rundhölzer hatte ich soweit schon reingepackt. Bretter können wir hier noch ein paar anbringen. So. Auch schon mal was dran. Und ansonsten hatten wir alles schon soweit angebaut. Da haben wir noch ein paar Stöcke und so, glaube ich, bei. Dann gehen wir noch zur Fischerhütte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, guckt euch das mal an. Ich sehe das von hier auch schon, wie viele Löcher die hat. Eieieiei. Dass die noch steht, ist ja nicht das Wunder. Sollten wir auf reparieren gehen. Kaputt gewesen wäre, wenn die Fischer heute weg gewesen. Ist uns weggeblasen. Der Sturm. Ich weiß gar nicht, ob das passieren könnte. Wäre mal interessant zu erfahren oder zu wissen, ob so ein Gebäude komplett kaputt gehen kann. Dann mit so einem Sturm. Wenn es vielleicht vorher schon nicht repariert war oder so. Das wäre wirklich mal interessant zu erfahren. So, jetzt nehmen wir uns die Zeit für Quests. Questen. Dorfbewohner sollen ja glücklich sein. Das kriegen wir am besten hin, wenn wir ihre Quest machen. Nach Hause. Einen wunderschönen guten Tag. Und Gerda hat auch schon wieder ihr Kind verloren. Hoffentlich ist die Quest nicht, dass wir das Kind wiederfinden sollen. So, sie hat schon wieder Lebensmittel verloren. Hm. Oh je, hoffentlich mal Bärchen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier haben. War die erste Quest. So hübsch hier. Ich werde den Hammer aus einpacken. Das ist so süß. Wollten wir ja sowieso mal gucken, fällt mir gerade ein. Bevor wir weitermachen mit den Quest. Gucken wir doch mal am Abstand. Bürostoffe. Ach, ob schon irgendwas passiert. Das wird übrigens nicht nach oben sortiert, was ich ein bisschen schade finde. Oh, guck mal hier. Verkauf 60. Ja, was heißt das? 60 ist der Preis. Das ist dann immer ein Stück, was er verkauft. Fortschritt. Der Fortschritt nicht so groß. Der auch nicht. Schwierig. Nachzuvollziehen. Waren so unsere Verkaufsgüter, unsere Verkaufsschlager, die wir momentan drin haben? Ja, wer hat wieder? Wer will was? Der Edmund möchte wieder Erz haben, nehme ich mal an. Schnelles Geld verdienen. Natürlich will ich schnelles Geld verdienen. Jetzt kann ich es mir auch holen.
Oh, unsere Lehrerin hat noch eine Quest, oder? Enrika möchte gerne wieder Rolle haben, nehme ich mal an. Natürlich. Na, Rolle bei. Nee. Also Eisenerz, Wolle, Beeren, Fleisch. Alles mal im Zehnerpack. Ich glaube, das reicht. Wieder Wolffäden umsonst. Ha. Oh, die hat aber abgenommen. Mal gleich wieder zurück dann. Eisenerz, haben wir überhaupt noch Eisenerz? Das wäre es jetzt. Kein Eisenerz mehr da. Ja, jede Menge wird seine Teller anscheinend, aber. Doch, Eisenerz haben wir auch noch da. Nehmen wir auch 10 mit. So, dann nehmen wir ein bisschen Fleisch und Fisch. Fleisch und Beeren, meine ich. Gehen ja auch direkt davor. Also. Der Sammler ist ja relativ einfach. 10 mit. Nehmen wir mal an, 10 Fleischstunden auch reichen. Machen wir jetzt einfach mal Verdacht. Was denn? Habe ich Pech gehabt. Muss ich einfach mal laufen. Aber irgendwann sollte man ja den Bogen so ein bisschen raus haben bei diesen Geschichten. Wiederholungsquests. So, hier ist die Wolle erstmal. Ein Leinfaden. Sehr schön. So. Gibt es hier einen Hammer? Das ist schön. Ja, entschuldige. Sag mal, habt ihr nichts zu tun? Ist bei euch irgendwas nicht in Ordnung? Ja, nicht, dass die Schmiede gar nicht arbeiten können. Scheint soweit eigentlich alles in Ordnung zu sein. 12 Uhr 12. Interessant. Wohl noch keine rechte Lust. Schau, dass das Lebensmittel eh nichts abbekommen hat. So. Und die babylose Ludgala möchte auch noch was haben. Soll sie auch kriegen. So ist nicht. So, hat sich eigentlich jetzt irgendwas verändert? Nö. Wir haben nur noch 2 Gebäude offen. Aber es fallen ja auch noch welche weg. Und wir haben unsere 4 Marktstellen, die sind ja, die hatten wir ja noch nicht eingeplant. Jetzt sind sie fertig oder schon gesetzt, damit ich nicht noch andere Gebäude versehentlich baue, bevor die fertig sind. Dann haben wir unseren Kuhstall schon angesetzt. Wir haben die beiden Ställe, die Eselstelle und so, schon angedacht, so wie es gehört. Das heißt, wir werden dort nicht das Problem bekommen, dass wir auf einmal keine Häuser mehr bauen können. So, und dann haben wir noch 2 Häuser, die nicht gebaut sind, wo wir dann oben Häuser abreißen können, so nach und nach immer im Wechsel, bis wir dann endlich alle Häuser so haben, wie wir es gerne hätten. Jetzt ist das Dorf schön weit offen. Wenn wir jetzt mal von oben gucken, die Wege natürlich hier nachher noch schön angepasst sind und so. Na, guckt euch das an, wie schön man dann auf den Dorfplatz guckt im Endeffekt. Dahinter dann gleich die Taverne. Taverne Nummer 1 immer noch. Ich weiß, ich sage das schon seit einiger Zeit. Wir brauchen Taverne Nummer 2 endlich. Ja, wir brauchen sie wirklich. Wir werden sie wahrscheinlich da oben irgendwo hinstellen. Nehme ich mal an. Bin tatsächlich am Überlegen, ob ich da unten die Taverne noch in Taverne 2 ändere. Aber es gefällt mir halt nicht. Ich finde es halt mit diesem offenen so schön. Das passt auch super zum Markt und so. Das Feuer werden wir dann noch hier hinterholen irgendwo. Nehme ich mal an. Irgendwo hier. Da dahinter irgendwie. Vielleicht hier noch die eine oder andere Bank. Wenn aufgeräumt ist, sieht das auch gleich viel besser aus. Wir könnten sogar hier vorne eine Bank hinstellen, weil das hier, glaube ich, zählt nämlich nicht. Also das kann man ruhig benutzen. Das Stück. Und das hier ist relativ gerade, wenn man das so sieht. Ja. Könnte man also auch machen. Dann wiederum geht es mit der geschlossenen Taverne. Weil wenn man außen Bänke zu stehen hat, dann setzen sich die Leute natürlich auch draußen hin. Nicht nur drinnen. Überlegen wir uns noch. Finden wir noch eine Lösung. Gehen wir erstmal gucken, wie es mit Ressourcen aussieht, zwecks Häuser bauen. Also vor allen Dingen Stein. Steht hier ein Busch? Steht der Busch direkt hier auf der Straße? Finde ich denn das? Kann man schon. Könnte man natürlich auch wieder mal machen. Wieder Steine sammeln gehen. Aber dafür sind wir schon zu weit. Da haben wir nicht die Zeit für. Solche Kleinigkeiten zu erledigen. Weil wir haben keine Steine mehr. Dann haben wir die Zeit. Aber im Moment haben wir Steine. Von daher gehen wir das Ganze noch etwas lockerer an. Reichen raus. Gut, dass wir einen neuen bekommen haben. Meine Güte. Der hält ja auch nicht mehr lange.
Das war auch der letzte Eisenhammer, den wir mitgebracht hatten vom Jan. Mehr haben wir noch nicht. Stimmt, die haben ja da so eine Holztür gemacht und hinten ist auch ein Wandholz. Und ich sehe gerade, ich habe drin wieder die Rundhölzer jetzt vergessen. Aber ja, wir haben ja einen Esel. Wir haben ja einen Esel mit Holz. Ach, fehlt auch noch was. Das fehlt da Bretter. Bretter. Von den Steinen tatsächlich nicht durchgekommen. Aber drei Steine werden sie doch hier draußen noch finden lassen. Oder? Finden wir doch Steine. Gut. Mit viel Glück. Eine Menge ist aber keine Steine. Was ist los hier? Na gut, Steine fallen auch nicht von Bäumen, ne? Aber die Steine verstecken sich auch ganz gerne mal unter den Ästen. Wir brauchen nur drei Steinchen. Das kann ja nicht so schwer sein. Da habe ich noch einer. Oder die noch mehr. Hat gespäht. Er spät. Aus dem Augenwinkel heraus. So, ich glaube, die reichen. Aber Bretter. Wo waren wir denn? Ist eigentlich das richtige Haus. Das ist richtig. Hätte jetzt noch gefehlt. Die neuen Steine ins falsche Haus gebaut. Da. War das auch? 12. Ich glaube, es ist Nummer 2, also 24. Oder war es sogar 3, 36. Ich glaube, 72 Bretter sind es tatsächlich. Da hat unser Esel ja noch Rundhölzer dabei. Haben wir hier eigentlich was drin? Nö. Gut, Esel, komm mal. Komm er mal her. Wo ist er denn schon? Angetrabt. Ja, komm, das kleine Stück jetzt noch nehmen können. Kommen wir da ran? Jo. Wir waren ziemlich gleich. Ganzen Hölzer schnappen und Bretter draus machen, weil wir brauchen noch jede Menge. So, und in der Zeit schicke ich euch kurz in die Pause. Bis gleich. So, alle Bretter sind fertig. Aber wir müssen sie in die Rosi umlagern. Zumindest ein Teil davon. So, dann können wir gleich mal gucken. Denn ich habe nicht mal bei beiden Häusern nicht die großen Dächer, sondern nur bei dem einen hier. Böver. Ja, es sind drei Abschnitte. Also tatsächlich 72 Bretter. Und wir brauchen noch Rundhölzer für drinnen. War alles nicht das Problem. Wollt ihr so mal reingucken jetzt gleich ins Lager? Bretter jetzt schon wieder da sind. Denn wir hatten ja alle rausgenommen, soweit ich weiß. Kann sein, dass wir nochmal zwei oder drei zurückgepackt hatten, aber sicher bin ich mir da nicht. Na, Rosi lassen wir jetzt mal kurz drin. So, Bretter. Moment, ich will mal ganz kurz noch was anderes gucken. Fällt mir jetzt gerade was ein. Eine Bronzeaxt haben wir da. Der Hammer, Schere, Sense. Gut, das sieht momentan alles ganz gut aus. Ja, das passt schon. Momentan. Oh, guck mal an. Ist wieder ganz schön nachgereicht worden. Auch gleich mit rausnehmen. Und dann nehmen wir gleich noch ein paar Steine wieder mit, oder? Kalksteine haben wir schon wieder, 36. Das reicht noch nicht ganz, aber Lehmbewurf geht auch ziemlich langsam voran. Aber das sind ja Ausbausachen. Sag ich mal. Das ist ja klar, dass wir das nicht gleich fertig haben werden. Dauert eben alles seine Zeit. Da habe ich natürlich keine Rundhölzer mitgenommen, oder? Nö, natürlich nicht. Rosi hat ja auch keine mehr drin gehabt, wenn ich mich ganz täusche. Ich hatte ja alle rausgenommen. Genau. Wir müssen ja immer noch drin die Rundhölzer setzen in dem Haus. Ich glaube, bei dem anderen fehlen sie auch noch. Ach nee. Diese Sachen sind immer so lustig, alle. Ich weiß, so viel brauchen wir nicht, aber. Ist ja kein Wunder, dass keiner dem Beruf nachkommt. Guck mal da, der steht die ganze Zeit nur im Grabungsschuppen rum. Das kann nichts werden.
So, dann Stöcke werden ja glücklicherweise jetzt ganz gut gesammelt. Das heißt, für die zukünftigen Zäune, die alle noch kommen müssen, haben wir auf jeden Fall Material da. Und dann heißt es nachher noch Steinmauern. Davon sollen ja auch einige kommen. Bin ich schon doll drauf. Oh, das war der Hammer. Hatte ich nicht noch einen gekriegt jetzt? Doch. Wo ist denn der? Sieht mal kein Eisenhammer. Sehr seltsam. Na gut. Da müssen wir uns wohl einen Bronzehammer holen. Ich habe gerade gesehen, wir haben auch immer noch Beeren drin und Fleisch. Nee, war das schlimm? Ist jetzt nicht so, als ob die... Halt, Moment, wartet mal. Ich werde jetzt kurz das gucken. Es kann sein, dass der Rosi... Nee, hatte ich recht. Die Eisenhämmer von Jan waren tatsächlich alle. Erstaunlicher finde ich aber, dass ich keine Eisenhämmer bekommen habe für die Quest. Abgegeben habe ich sie doch. Habe ich den schon da weggepackt, versehentlich. Nö, habe ich nicht. Ach ja, wer weiß. Wer weiß, was da schon wieder los ist. So, nehmen wir uns... Ja, was machen wir jetzt? Nehmen wir uns einen Bronze... Ja, wir können uns einen Bronzehammer nehmen. Nehmen wir noch die Hölzerhammer, hölzernen Hammer damit. Hämmer. Hölzernen Hämmer. Nehmen wir uns auch noch mit. Benutzen wir zuerst. Ja, schaut euch ruhig um. Da entstehen schon wieder neue Häuser. Unsere Palisade ist ja auch noch nicht fertig. Muss ja auch noch fertig gemacht werden. Aber das kommt alles. Natürlich. Ich glaube, ich hatte noch Rundhölzer dabei. Genau. Die wollen wir gleich drin fertig machen, bevor ich sie wieder vergesse. So. Ja, da sind auch schon wieder alle. Okay. Da steigen noch alle. Ich glaube, was anderes brauche ich jetzt hier auch gar nicht mehr. Nö. Gut. Dann, Rosi hatte, glaube ich, noch Bretter drin. Ja, jetzt mal ab. Dafür packen wir hier die Rundhölzer erstmal rein und die Stöcke. Ja. Dann holen wir gleich noch Steine. Nehmen wir an, die werden dann auch reichen, die wir noch haben. Und das eine Haus. Die werden wir dann noch durchnummerieren und dann lassen wir gleich die ersten Familien umziehen. Gucken wir am besten, welche Häuser am ehesten weg sollten. Am ehesten falsch stehen. Mal umsetzen, oder? Zumindest verändern. Da hinten raus entsteht übrigens ein ziemlich großer Bereich. Wenn man da hinten hinguckt. Zur Palisade hin. Da müssen wir dann mal gucken, was wir da noch Schönes machen. Da sollte ja der Obstgarten, den können wir nämlich innen anlegen, den Obstgarten. Finde ich auch nicht so schlecht. Platz haben wir dann genug. Wälder würde ich jetzt keine nach innen machen, aber wir haben ja noch Ställe zur Auswahl. Beziehungsweise nicht wirklich zur Auswahl, aber wir haben ja noch Ställe, die wir nach drinnen holen können. Immer schön voll beladen. Bin sehr gespannt, wie das mit dem Handeln ist. Und dann irgendwie eine Erfolgsmeldung bekommt. Ob das der Jahres, also im Jahreswechsel dann wieder stattfindet, so ähnlich wie mit den Tieren, das wäre ja auch möglich. Da ist aber die Frage halt, wie viel davon wird gehandelt. Ich kann ja keine Zahl eingeben. Deswegen wäre das seltsam. Das wären dann so geringe Summen, dass es sich eigentlich gar nicht lohnen würde. Ach, guck an. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich genau die richtige Menge bei habe. Bei gehabt, oder? Tatsache, ist kein einziges mehr übrig. Kein Steinchen mehr da. Glaube ich erstmal ab. Können wir noch zum Fluss gehen, was trinken. Das
gefällt mir hier, die Ecke gefällt mir richtig gut. Ist schön geworden. Wenn man da von hier so kommt. Es bleibt ja hier alles so ein bisschen Ordnung auch. Also es wird ja nicht alles zugeklatscht mit Häusern oder so. Werden schon schöne große Flächen auch übrig bleiben innerhalb des Dorfes. Das finde ich dann doch wieder auch ganz gut. So. Gucken wir mal, was der Dünger sagt. Beziehungsweise wir können ja mal gucken, was die Felder an sich sagen. Jetzt sind die ganzen Büsche wieder ausgewachsen. Das ist natürlich weniger schön. Wenn die Büsche über die Steine hinweg wachsen. Das ist schon sehr seltsam. Vielleicht gibt es da ja nochmal ein Update. Dachsfeld, genau, das ist erst. Auch. Sehr schön. Hier ist nochmal Roggen, genau. Der Winterhartroggen. Hier kommt dann. Ach Quatsch. Nee, Moment, das ist nochmal ein Flachsfeld hinten, oder? Ja, ja, genau. Das war ja noch nicht so weit. Schön. Wir hätten natürlich auch einmal in der Übersicht gucken können, aber es ist doch immer wieder schön, wenn man mal so über die Felder streift, oder? Jetzt mal ernsthaft. Zwiebeln habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Gibt es die überhaupt noch? Zwiebelfeld war da hier unten. Dann habe ich das weggerissen. Ich glaube, das war dahinter. Da ist es. Guckt's euch an. Da liegt es brach. Hat der Dünger aber wirklich nicht gereicht. Für die Jahresbepflanzung. War gut, das muss ich einpegeln. Das dauert alles seine Zeit. Vom Dung selber her dürfte es ja kein Problem sein. Bei 2000 war es Dung. Da sollte man schon genug Dünger daraus herstellen können. 2284 Dung. Gottes Willen. Und Dünger, ja. Ja, ja, das ist halt, wir haben zwar Scheunen, aber keine Leute in den Scheunen. Das ist halt problematisch. So, was macht unser Händler denn? Macht überhaupt irgendwas, ist die Frage. Wasser. Keine 1200 Neues. Auf jeden Fall hat er wohl schon mal verkauft. So wie es aussieht. Denn es ist ja wieder von vorne. Es hat er ja von vorne angefangen. Hier auch. Da hat er auch. Denn alle waren innerhalb von einem Tag auf jeden Fall verkauft worden zu sein. Die angeboten waren. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir irgendwo angezeigt, wie Geld wir dadurch verdient haben. Aber das jetzt jedes Mal dann überprüfen. Ich meine, wir haben jetzt 10.903. Man könnte sich natürlich aufschreiben, wie viel man hat. Und am Tagesende dann sozusagen Kassensturz machen. So, Fackel an. Das sollt ihr auch mal sehen. Das ist ein bisschen ärgerlich hier. Aber ich glaube, das ist momentan nur ein Fehler. Wird sich sicherlich bald wieder geben. Hoffe ich jedenfalls mal. So, was wollten wir machen? Genau, wir wollten die Häuser durchnummerieren. Wir hatten jetzt hier, die letzte Nummer war die... Oh Gott, den Hammer haben wir noch in der Hand. Die 7 ist die letzte Nummer. Das heißt, das hier wäre die 8, rein theoretisch. Dann könnte hier noch die 9 entstehen. Knick. Weil es ist ja schon hier im Knick. Das wäre dann eigentlich hier. Würde ich aber jetzt gar nichts hinbauen wollen. Gucken wir mal nach. Wir bauen jetzt erst, machen jetzt erstmal die 8 fertig. Gucken, ob wir die auch finden. So, hier sind die 9 Häuser. Tatsächlich die letzte gewesen. Sehr schön. Aber jetzt mal, ja, Nummer 8 dahin. Und gucken mal, ob wir richtig sind. Weil wir haben das andere nämlich zuerst beendet. Ja, passt aber. Sehr gut. Dann können wir die Nummer 9 auch machen. Das finde ich sehr schön, dass man das jetzt dann so schön durchnummerieren kann. Wird natürlich jeder von euch wahrscheinlich anders machen. Da wird jeder so seine Ideen haben. Vielleicht auch die Familiennamen eintragen oder so. Halt quält. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier noch einen Single zu wohnen. Wer ist denn das? Wildreda, die Bergarbeiterin. Die könnte auch mal Gesellschaft vertragen, glaube ich. So, das Haus X hatten wir sogar schon leer. Das können wir abreißen.
Keine Ahnung, welches das ist. Könnte sein, dass es das ganz oben war, bei der Holzfällerhütte. Bei der Jägerhütte. Ich denke mal, das wird es sein. Und im Dorf selber, glaube ich, hatte ich noch keine zum Abriss freigegeben. Nö, das ist es definitiv nicht, denn das ist gar nicht mehr da. Gut. Schauen wir mal weiter. Wir werden es schon finden. Ruhe, was war das? Das ist eine Krähe. Auf mir hinten. Mitten in der Nacht läuft die eine ganz entspannt lang. Ganz, ganz entspannt. Bus. Gott, manchmal kriegt man nachts hier so ein bisschen Angst, wirklich. Das Rüberschießen gerade gesehen. Hier ist das Haus mit dem X. X markiert das Ziel. So, das wäre das Haus mit dem X. Aber jetzt mal gucken, das wäre jetzt noch gar nicht so nötig, das abzureißen. Das hier müsste eigentlich nur umgedreht werden. Das heißt, eigentlich bräuchte ich nur bis die Tür drehen. Wenn es jetzt dann tatsächlich danach geht. Oder man macht dann hier auch wieder außen einfach die Häuser hin. Dann hätte man einen kompletten Außenring mit den Häusern und könnte innen dann noch Stallungen unterbringen. Oder vielleicht doch ein paar kleine Felder noch oder so. Schwierig. Erstmal gucken, welche Häuser wirklich direkt im Weg stehen, ist ja die Frage. Und da sehe ich hier oben so eher die Problemik. Die Problemik. Auch wieder ein schönes Wort. Ja, das zum Beispiel vom Alemar. Oder jeden welches hier. Das würde ich auch ganz gerne wegreißen, um zu gucken, was man da noch bauen kann. Das ist wieder das Problem. Ich kann jetzt nämlich nicht beispielsweise hier irgendwie dieses Haus direkt anwählen. Heißt, ich müsste jetzt mal reingucken, wer da drin liegt. Da liegt hier drin. So lässt sich das einigermaßen gut rausfinden. So hat man es ja vorher auch immer rausgefunden. Die Ludwika mitsamt dem Xabo-Aktivierung, die können wir dann tatsächlich in eins von den unteren Häusern reinstecken, in die 8 zum Beispiel. Oh, die sind sogar schon zu viert. Ja, aber so, dann sind sie umgezogen. Die Ärmsten mitten in der Nacht müssen sie raus aus ihrem Haus. Das kann einem ja schon ein bisschen leid tun, aber das muss sein. Wenn wir jemals Ordnung haben wollen. Wieder schön Material. Also Rückabstattung. Das ist weg. Wir können uns gerade noch so bewegen. Das war der Weg, den wir neu angelegt hatten. Das Haus soll stehen bleiben. Und hier würde jetzt, müsste man eigentlich die 15 wieder abmessen, damit man weiß, wo der Knick ist. Der wird nämlich wahrscheinlich hier lang gehen. So, hier werden wir aber kein Haus eckig hingestellt bekommen. Gehe ich jetzt mal schwer von aus. Wir können natürlich gerne gucken, aber das wird nicht funktionieren. Sagt er. Uneben umzubauen. Wir sehen es hinten in der Ecke auch. Wobei es hier eigentlich gehen müsste. Von der Anzeige her. Aber, naja, ihr seht es ja selber. Und das ist aber auch nicht so schlimm. Wie gesagt, wir machen hier oben den Obstgarten hin. Lassen diese beiden Häuser vielleicht sogar stehen. Und das hier. Könnten wir einfach. Hol mir mal kurz die Rosi ran und gib mir mal ein paar Sachen, damit ich mich wieder ein bisschen besser bewegen kann. Hier mal die Steine reingepackt. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir hier bei dem Haus einfach die Tür drehen und das Haus hier wegnehmen dann. Weil das steht eh so ein bisschen schräg, ein bisschen seltsam schräg. Dann fehlt uns ja immer noch die Taverne 2. Die Häuser da oben, die beiden, sollten eigentlich auch noch wegkommen.
hier dann um den Dorfkern herum bauen. Gar nicht so einfach, wie sich im ersten Moment anhört. Problem hier war halt auch, dass wir hier durch den Lehm nicht durchkommen. Weil wir die Häuser auch eins weiter nach hinten versetzen könnten. Also hier würde zum Beispiel vermutlich ein Häuschen hinpassen. Habe ich jetzt noch unten dabei, ja. Ah, das könnte auch schon knapp werden, obwohl. Er sagt zwar so neben zum Bauen, aber irgendwie glaube ich ihm nicht. Ja doch, da ist der Hügel hinten. Da ist der Hügel im Weg. Ich habe ja auch einen Grund dafür, dass wir so gebaut hatten, wie wir gebaut hatten. Wäre gerade eine ganz verrückte Idee. Aber da werden dann viele von euch schreien. Das kannst du doch nicht machen. Das war doch alles ganz anders geplant. Ich überlege nämlich gerade, weil der Hopfen und so muss ja auch noch angebaut werden. Wie gesagt, wir haben hier hinten relativ viel Platz im Dorfe, wenn wir dann hier vorne noch ein paar Häuschen an der Straße lang orientieren. Also zum Beispiel hier noch eins hinstellen. Nicht direkt hier. Halt nicht die Scheune. Ist raus. Doch, schon. Mehr oder weniger hier. So. Mit einem kleinen Garten nur, der dann links daneben ist. Also die Bären einfach eingezäunt sozusagen. Wäre noch eine Möglichkeit. Könnten auch direkt über die Bärenbüsche rüberbauen. Weil wenn die Bärenbüsche schon bei uns hier in die Straße reinwachsen, dann können wir uns auch mal wehren und können einfach mal über die Bären bauen. Das hört sich auch gut an. Die Bären bauen. So, dann das Haus noch wegnehmen und andersrum hier hinstellen, an die Hauptstraße. Und oder dann hier, hier den Weg praktisch schon wieder zurückführen lassen, dass das gar nicht die Mitte direkt ist. Also schon die Mitte vom Dorf, aber nicht die Mitte von den Häusern im Endeffekt. Also von den Hausbereichen, dass man hier schon zurückgeht. Dann das zumacht rundherum, dass man hier die Häuser etwas flacher stellen kann. Dann kann dieses Haus zum Beispiel so stehen bleiben. Das wäre dann der Eckpunkt sozusagen für die Mitte. So dass hier drüben vielleicht auch noch eins hinkommt. Wenn wir Glück haben, könnte man das vielleicht hinstellen. Wäre dann etwa hier so. Weiß ich nicht, ob das geht. Ja, würde funktionieren. Würde funktionieren tatsächlich. Weiß nicht, ob es hier drüben auch geht. Also hier ist natürlich der Weg jetzt im Weg. Aber ja, er würde auch hier die Position anzeigen. Also könnte man hier diese beiden hochgesetzten Häuser machen. Die könnten sogar die Öffnung nach hier behalten. Genau, nimmt. Dann würden wir nämlich hier doch noch Felder reinbauen. Oder eben die Bienenstöcke und den Hopfen und so, dass das hier hinten noch mit drin ist. Dass wir die ganzen Felder nämlich nach hinten raus machen, habe ich gerade so überlegt. Wir könnten nämlich hier einfach eine Scheune hinstellen, innerhalb der Palisade einige Felder rausbringen, den Obsthain hier in die Ecke setzen, wo sowieso so viele Berge sind, und hier drüben dann den Hopfen und so anbauen. Ich gehe mal davon aus, dass der auch, egal wie das Gelände ist, gebaut werden kann. Das fände ich gar nicht so schlecht. Dann haben wir zwar da drüben diese Felder nicht mehr an der... Wobei, die können wir ja trotzdem lassen, das wäre ja nicht das Problem. Wir haben ja die Scheunen dafür. Dass wir ringsum Ariba halt Felder haben. Ich meine, das ist ein großes Dorf, sind viele Leute, die brauchen viel Nahrung. Wir haben viele Tiere dann auch. Die müssen ja alle versorgt werden. Das lasse ich mir durch den Kopf gehen. Ich glaube, das machen wir aber so. Das ist gar keine schlechte Idee. Das löst auch eine ganze Menge Probleme, die wir haben. Aber nicht das Problem, dass ich gerade am Verdursten bin. So, dann gehe ich nochmal schnell zum Wasser. Ich werde meine Wasserflasche auffüllen. Da könnt ihr noch kurz mitkommen. Aber doch, die Idee finde ich tatsächlich ziemlich gut. Weil wir können dann nämlich da oben bei der Scheune auch noch die andere Taverne hinsetzen. Falls wir nicht doch hier unten im Dorf die Zweier machen. Dann auf die Dreier aufstocken. Denn im Moment kommen wir mit den Nahrungsmitteln hin. Ich weiß nicht, ob sie dann viel schneller arbeitet, wenn wir Zweier Taverne haben. Oder ob da noch ein zweiter Wirt mit drin ist? Ich glaube nicht, ne? Wird immer nur ein Wirt sein. Wirt.
Wie gut ist denn die Wilbora jetzt eigentlich schon als Wirtin? Hat sie da was geändert? Nö, bis jetzt nicht. Weil sie lieber als... Ah nee, sie ist in der Herstellung. Aber ich habe immer gedacht, es wäre auch Verkauf, die Gastwirtin. Keine Herstellung. Aber naja, okay, sie fällt unter die Herstellungsberufe, von daher ja. Da wird der Gerald mit Sicherheit ein besserer Wirt. Vielleicht sollte man den Kutbert mal in die Gastwirtschaft stellen und die Wilbora eine Runde schmieden lassen. Das scheint, das könnte vielleicht besser funktionieren. Naja, das finde ich aber gar nicht so schlecht. Guckt euch das mal an, wenn man jetzt hier in das Dorf reinkommt. Wie cool das eigentlich ist. Lass jetzt mal die Fackel mit Absicht aus. Jetzt hier, wenn ihr müsst ihr jetzt vorstellen, hier vorne stehen die zwei Laternen dann noch, ja. Etwas weiter nach innen gesetzt, damit sie sich nicht zu sehr stören in der Mitte. Die sind ja nicht sehr lang. So, hier dann noch ein kleines Stückchen Palisade jeweils vorgezogen. Und da kommst du hier rein. Links ein kleines Häuschen für die Pförtner. Das werden wir dann später auch noch die Leutchen ausziehen. Das ist ein richtiges Haus. Dann haben wir hier das Jägerhaus. Und hier dann schon die ersten Häuser, die einen begrüßen. Schön großzügig halten. Hier auf die Ecke muss noch was kommen. Was Schönes. Dann haben wir hier die Taverne. Das ist jetzt natürlich schön, gerade weil sie so schön offen ist. Aber wenn dann hier die Feuerstelle bleiben sollte tatsächlich und wir hier vielleicht sogar noch Tische und Stühle hinstellen können. Ich weiß nicht, ob die Leute so weit gehen, aber ich denke mal, die setzen sich überall hin, wo Platz ist. Von daher wäre das egal. Dann hat der Wirt hier etwas mehr Platz sich beschafft. So, dann kommt man hier weiter zu den Marktständen. Der bei der Schmiede ist direkt, da wird Schmiedeware direkt verkauft. Hier dann eben die Handwerkswaren, beziehungsweise sie sind ja dann da. Hier die Näherei und hier würde dann der ganze Rest verkauft werden. Und hier bei der Schmiede ist schon alles so ausgelatscht. Auch in die Richtung sieht das richtig gut aus schon. Da ist halt die Frage jetzt mit den Häusern. Dann baut man die jetzt nochmal um. Hier würde ich ganz gerne noch eins hinstellen. Hier fehlt so ein bisschen was. Und dann hier vielleicht auch einfach die Tür drehen, den Weg hier noch ein bisschen rumziehen, statt der geraden hier, dass man hier so einen Knick reinmacht. Das haben wir ja drüben im Endeffekt auch, da sind wir ja nach innen weitergegangen. Hier wäre es dann eben andersrum. Oder man macht den Weg dann halt so ran hier ans Haus. Würde ja auch gehen. Oder man macht dann hier halt nochmal so einen inneren Bereich. Im oberen Dorf sozusagen. Da unten wohnen dann die etwas, da wohnt die Schickeria und hier ist dann eher so das Arbeiterviertel. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Könnten wir die hier unten alle stehen lassen, die ganzen Häuser? Nur die hier oben würde ich dann wegnehmen. Dieses und dieses da. Die würde ich dann ein bisschen weiter runterbringen, dass hier noch ein bisschen dichter steht. Und hier auf der anderen Seite genau das gleiche. Da haben wir ja das Haus. Das könnte dann sogar das von mir und Wilbora werden. Da sieht man nämlich immer, wenn wir morgens rauskommen, den Blick auf die Felder. Aber ich glaube, wir können abends aus den Fenstern dann nicht zur Taverne gucken. Das war ja so einer der Hintergedanken, den ich hatte. Nee. Würde nicht gehen. Selbst wenn das Haus weg wäre, würden wir es nicht sehen, weil dann da der Rest davor steht. Da würde ich schon eher dieses Haus hier nehmen wollen. Ja, ja. Ich denke mal, das hier werden wir besetzen. Wilbora, dass man morgens rauskommt, gleich den Markt nehmen, sich sieht das Treiben. Abends kann man da noch mal gucken zur Kneipe. Will Wilbora hat sich so weit zur Arbeit, dann das passt schon. Dann machen wir das hier aus. Dann lassen wir die Straßen dann tatsächlich hier so rumführen lassen. Hier ist der Hauptweg. Hier machen wir... Ja, das ist wieder so eine Frage. Können wir uns was einfallen lassen? Der kann weg. Das hier kann weg. Hier ist dann schon Obstgarten. Wir können tatsächlich die anderen Häuser fast alle stehen lassen, bis auf die da oben. Die würde ich dann wegnehmen wollen. Hier weiter runter setzt, vielleicht setzt man davon eins hier noch hin, irgendwie. Falls es dazwischen passt. Aber das wird nicht gehen. Das ist zu steil, glaube ich. Oh, guckt euch das an. Als ob es dafür geplant wäre. Das ist das Wegehaus. Das durchgängige Wegehaus. Nein, ich glaube, wir nehmen sogar den Weg. Den Weg nur bis hier. Rest da hinten nehmen wir weg, stellen dann das Haus rein. Aber etwas versetzt nach hinten hoffentlich, dass es geht. Wenn es da dicht dran kommt an das Haus, wäre das cool. Das Fenster würden wir dann noch umbauen, also das wegnehmen. Da
dass hier nach vorne raus noch mal ein bisschen Platz ist für zwei Obstbäume oder rechts und links richtig schöne Obstbäume noch mal rein. Dann ist hier nachher der Abschluss des Dorfes, der Häuser zumindest. So, diese Straße hier. Würden wir dann wieder durchziehen, noch ein bisschen gerade machen. Dann könnten wir hier oben überall Felder, den Hühnerstall schön in die Felder integrieren. Den holen wir dann noch runter. Den Gänsestall lassen wir da. Bauen wir Felder außenrum. Lass die Gänse ruhig über die Felder latschen. Das macht nichts. Und dann könnten wir nämlich außen ein bisschen was von den Feldern wegnehmen und hier dann schön den Pferdestall hinterbauen. Mit dem großen Zaun. Oder eben auch noch Felder. Das müssen wir mal gucken. Und lassen dann die Pferde da oben sogar. Aber dann werden nur die beiden Pferdeställe außerhalb. Ich scheue die hier hin, wenn es dann geht. Und da machen wir oben eine riesen Koppel aus Stein für die Pferdchen und die Eselchen. Ich glaube, das könnte mir auch gefallen. Das kann man sich ja noch überlegen. Aber das mit den Häusern, das passt schon mal ganz gut. Nur das eine, dass das so umgedreht ist, das gefällt mir nicht so ganz. Also, dass da jetzt die Tür auf die falsche Seite zeigt. Weil dann könnte man nämlich auch hier die Tür reinsetzen und den Weg hier lang machen. Praktisch so hinter den Häusern durch. Vielleicht sogar das eine noch wegnehmen. Ich weiß, wir sind schon wieder etwas über der Zeit. Ich glaube, ich würde sogar das hier nochmal wegnehmen. Das hier. Oder das andere. Anderes billiger. Was soll's aus? Also, dass wir hier nochmal so einen Garten bekommen, irgendwie einen großen, für die beiden. Also für das vor allen Dingen. Auch in das rausziehen. Aber dann sehen wir dann. Nee, dann sehen wir die Taverne auch wieder nicht. Das überlege ich mir noch. Da lassen wir noch was Schönes einfallen. Auf jeden Fall müssen wir hier die Tür drehen. Die raus zeigt. Oder zeigt die jetzt gerade hier zum Weg? Ah, hier zeigt sie ja. Okay, dann passt es. Dann passt es. Sehr schön. Und dann, wir nehmen, ich denke, wir nehmen das hier weg. Das ist besser. Dann können wir nämlich den ganzen Weg hier wegnehmen. Und hier noch eins hinstellen. So lang gezeigt. Also direkt hier an dem Weg. Und dann den Garten aufteilen zwischen den beiden. Rechts und links. Passt. Wo wir hier auch ein Stück Platz haben, könnten wir hier auch lassen, theoretisch. Wir werden sehen. Ihr seht schon, ich komme gar nicht raus aus dem Überlegen und Erzählen und so. Aber jetzt muss es sein, leider. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Das heißt, für euch ist es morgen, wenn ihr die Folge seht. Für mich ist es dann Dienstag. Also, beziehungsweise, das ist dann die Folge für den Dienstag. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal bitte ein Like da. Das wäre ganz toll. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn das bringt uns natürlich auch richtig was. Und für euch ist es kein Nachteil. Im Gegenteil. Und auch auf Twitch und Instagram und Discord könnt ihr uns gerne folgen. Das war's. Also, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.